Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir sprechen heute über die Charts von Kandollar, japanischen Yen, Euro, Schweizer Franken und Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar. Gerade in letzterem gab es ordentlich Bewegung. Da können wir mal schauen, was wir hier möglicherweise kurzfristig auch aus dem Markt mit rausziehen können. Bevor wir das Ganze allerdings tun, zuerst die Einladung, alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier. Immer wieder gerne beantworte ich Fragen zu Charts, das heißt hier nicht schüchtern sein, einfach bitte in die entsprechenden Chatfelder in Facebook oder auch auf GoToWebinar die Wünsche mit reinbringen und dann gehe ich gerne auch mit drauf ein. Holger, Elena, einen schönen guten Morgen von meiner Seite und damit rein in die Risikohinweise, das wissen Sie, die sind obligatorisch. Und ich bitte die auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Gestern haben wir ein paar Nachrichten bekommen aus den USA. Wir gehen gleich auf die aktuellen Tagesnachrichten ein. Die waren nicht ganz so prall. Wir haben rückgängige Baugenehmigung gehabt und wir hatten gestern mit Blick auf die Daten, ich habe die gerade oben auf dem vierten Monitor, wir haben das Verbrauchervertrauen aus den USA bekommen und das ist doch deutlicher zurückgegangen, als das erwartet wurde. Eigentlich war eine leichte Zuwachs zum Vormonat, wir hatten im Vormonat 131,4, Prognose waren gewesen 132, das tatsächliche Ergebnis waren jetzt 124,1. Das ist doch schon ein merklicher Rückgang. Was draus wird, muss man sehen. Ob das Ganze nachhaltig ist, das wird erst die Zukunft zeigen. Aber es ist schon mal eine Hausnummer. Gut, damit zu den heutigen Ergebnissen in dem heutigen Tag. Wir sehen heute hier nicht ganz so viele extreme Nachrichten. Heute ist ein bisschen EZB-Sprechtag. Wir kriegen um 9 Uhr eine Rede von EZB-Präsident Draghi. Der hat schon Einfluss ordentlich auf die Märkte, gerade auch was den Kurs Euro mit angeht. Das heißt Euro-US-Dollar beispielsweise. Da muss man wirklich drauf schauen am Vormittag. Wir sehen es hier, gibt es dann noch weitere Reden von EZB-Mitgliedern. Wir bekommen dann um 15.30 Uhr aus den USA die Rohöl-Lagerbestände. Gestern hatten wir ja eine kleine Info vom API-Bereich bekommen. Da gab es keinen Rückgang, sondern einen Zuwachs. Letztes Mal hatten wir ja hier bei den Rohöl-Lagerbeständen letzte Woche Mittwoch einen deutlichen Rückgang. Hier haben wir die aktuelle Prognose, minus 1,1 Millionen. Mal gucken, wie es dann am Ende auch ausschauen wird. Wir sehen aber, der Ölpreis steigt wieder an. Gestern auch die Marke von 60 Dollar wieder angekratzt. Mal sehen, wie die Rohölpreise sich hier im heutigen Tage auch mithalten. Dann bekommen wir aus den USA heute Nachmittag oder am frühen Nachmittag in den USA, am frühen Morgen um 13.30 Uhr hier die Exporte und die Importe bzw. die Handelsbilanz für den Monat Januar. Das also ein paar wichtige Dinge und am Abend spricht dann noch FOMC-Mitglied George. Das ein paar Nachrichten aus dem Bereich Euro und USA. Das mit den Nachrichten haben wir besprochen. Gehen wir jetzt gleich rein in die Charts. Wir starten hier mal mit dem von mir zuletzt genannten Währungspaar für die Handelsideen von heute. Das ist hier ein Verhalten, das wir sehen. Das macht der Markt dort ziemlich gern, dass er sich an eine bestimmte Marke ranrobbt und dann mit einem Knall mit Schmackes nach unten runtergeht. Aber gucken wir uns hier die Chartsituation mal im Detail an. Was haben wir hier? Wir haben hier schon seit geraumer Zeit, wir sehen es an diesen steigenden Tiefkursen, wir haben schon seit geraumer Zeit ansteigende Kurse. Hier hat sich untergeordnet sogar etwas Trendförmiges auch abgezeichnet. Momentan sehen wir hier seit geraumen Wochen, seit einigen Wochen einen Widerstandsbereich hier oben um die Marke von 0,935. Da kommt der Markt nicht rüber, aber wir sehen von unten so einen Zuwachs an Kaufdruck, weil die Märkte oder der Markt immer früher anfängt zu kaufen. Ganz normales Verhalten, oben will er da noch nicht drüber. Das heißt, wir kontrahieren so Stück für Stück oben ran. Das gibt die Chance im eigentlichen Sinne, dass der Markt irgendwann hier oben drüber geht. Wenn er das tut, dann können wir schauen, das wäre dann weit, weit gesehen mittelfristig, wenn wir tatsächlich nach oben laufen, können wir dann hier oben ein paar Kurse finden, wo man ranlaufen könnte. Darum müssen wir uns heute allerdings nicht kümmern. Das sind Zukunftsszenarien, die auf uns zukommen können. Viel, viel interessanter ist das, was jetzt passiert ist, nämlich hier, wir sind von diesem Bereich hier oben mit einem massiven dynamischen Schub
nach unten gelaufen. Ne? Wir sind gestern hier oben rangelaufen, da hat der Markt gehalten und heute Nacht, zack, hat es alles nach unten geschoben. Ähnlich wie jetzt hier in diesem Bereich, das haben wir ja auch schon mal gehabt, wo es dann deutlich runtergelaufen ist. Wo kann es noch hingehen? Jetzt müssen wir erst einmal schauen, was der Markt hier unten macht. Wir haben das Tagestief heute bei 0,91987 liegen. Kommt hier Kaufstärke rein, könnte es schon eine Gegenbewegung geben, dass man das Ganze etwas nach oben traden könnte. Bricht es allerdings unten weg, müssen wir uns weiter runter orientieren. Starke Unterstützungen könnten genutzt werden, rein aus technischer Sicht, hier unten im Spike-Bereich bei 0,91558, beziehungsweise dann hier unten in diesem Low-Bereich, das wir hier im Februar gehabt haben, wo der Markt einige Zeit gehalten hat und dann dynamisch nach oben gelaufen ist. Das wäre hier der Bereich um die 0,91232. Gucken wir mal kurz in die Stunde, dann sehen wir nämlich besser, wie das Ganze hier gelaufen ist. Wir sehen, es war nur ein massiver Schub nach unten. Nicht mehr, nicht weniger. Das hat Chance, das hat auch Risiko. Das heißt, die Chance heißt, das ist nach unten gelaufen und der Markt geht jetzt einfach wieder in die Vorrichtung rein. Oder aber der Markt nimmt das Ganze als kurze Korrektur, weil sich irgendwas im Verlauf geändert hat und korrigiert weiter oder bewegt sich weiter nach unten. Das muss man ein bisschen abwarten. Wir haben jetzt hier die Chance zu sehen, was runtergeht. Und wie ich schon gesagt, wenn wir das jetzt hier sehen, und das Ganze mal rein aus trendtechnischer Sicht betrachten, könnte es unter Umständen passieren, dass hier Folgendes passiert. Das hier war der starke Schub nach unten. Dann sehen wir jetzt hier an dieser Stelle eine korrektive Phase. Und nehmen wir mal an, dass diese Kerze, die jetzt ausschaut wie eine Umkehrkerze auch für die Short-Richtung, dass diese sich bestätigt, dann hätten wir hier in der Stunde die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass wir so unten drunter laufen. Und da hat sich nach diesem Schub eine kurze Korrektur ergeben, die uns dann die neue Richtung vorgibt. Das wäre dann das Anzeichen dafür, dass wir weiter runterlaufen. Wie schon gesagt, die Punkte nach unten habe ich da. Wenn es so kommt, dass wir hier beispielsweise nicht runter durchlaufen und hier im übertragenen Sinne erst einmal wieder ein kleiner Gegentrend entsteht, das wäre dann eine Gegenreaktion. Die hält die Chance offen, erst einmal ein Stück Korrektur des Ganzen zu machen und langfristig, wenn wieder die positive Dynamik hier ins Spiel kommt, den Markt doch deutlich nach oben mit reinzubringen. Gilbert, einen schönen guten Morgen. Schön, dich hier an dieser Stelle auch zu sehen. Elena, genau, du hast auch einen Artikel reingeschaut. Unsere Leser hier auf Facebook, die konnten gerade einen Artikel zu Neuseeland-Dollar Schweizer, was haben wir hier? Ich muss mal kurz lesen. Neuseeland-Dollar, US-Dollar drops 100 pips. Also es gibt da einiges an Bewegung in diesem Markt auch. Das kann man sich sehr, sehr schön mit anschauen. Gerne hier mit rein. Ich weiß, wir haben auch ein paar Zuschauer auf GoToWebinar. Ich nehme mal den Link ganz kurz raus und speichere ihn mal kurz, beziehungsweise ich gebe ihn mal hier in GoToWebinar auch noch mit rein. Kurzen Augenblick bitte. So, ach, ist schon drinne. Wunderbar, das funktioniert hervorragend. Also, ein lesenswerter Link, damit man etwas an Nachrichten auch nachvollziehen kann, was hier entsprechend passiert ist. Die Marktreaktion haben wir ja gesehen. Das ist immer wieder schön und interessant. Elena, ganz, ganz vielen Dank dafür. Gut, Gilbert, danke. Ich freue mich, dich hier auch zu sehen. Du kannst gern öfter mal vorbeischauen, wenn es deine Zeit mit zulässt. Schauen wir mal zurück ins die Charts. Nächstes Währungspaar, was wir hier auf der Uhr haben, nehmen wir mal den Kan-Dollar, japanischen Yen, hole ich auch gleich wieder in den Tageschart hier rein. Kan-Dollar, japanischer Yen, haben wir nicht so oft Handelsideen bis jetzt in unserer langen Historie gehabt, aber vor kurzem hatten wir etwas, wo ich auch wieder sage, es ist einfach hervorragend, wie gut die Muster an den Märkten geschehen. Der ein oder andere mag sich daran erinnern, wir hatten genau über diese Situation gesprochen hier. Wir hatten diesen dynamischen Move nach unten und dann hatten wir hier eine Flagge, die nach oben lief. Das heißt, hier nach diesem starken Schub war das Ganze hier erstmal nur die Korrektur. Das heißt, wir haben hier die Dynamik nach unten gehabt, ganz tief angehalten, dann wieder in Richtung des übergeordneten Trends gelaufen, aber hier wie am Schnürchen hochgezogen und das hat halt so ein bisschen auch den Charakter, wenn es nach unten bricht, gibt das den bärischen Touch und genau das ist auch passiert. Wir hatten das Top hier oben, der Ausbruch kam, der Ausbruch wurde bestätigt, manchmal muss man da ein bisschen geduldig sein und dann sind wir runtergelaufen, es kam zur Bildung von diesem Abwärtstrend, dieser Abwärtstrend hat mittlerweile den Aufwärtstrend hier rausgenommen, das heißt aus technischer Sicht ist dieser Abwärtstrend jetzt federführend und was wir hier sehen ist die gut weit gelaufene Bewegung, die kam zum Stehen hier im Bereich dieser Marke hier um die 81.732, das ist eines der Korrekturtiefs des alten Trends, da kam es dann hier am Montag zu einem Anhalten dieser Abwärtsbewegung, gestern wurde das Ganze bestätigt, wir laufen hier schön nach oben, der erste Bereich, der bei sowas immer
gerne als Widerstand genutzt wird, ist das Ausbruchslevel hier an dieser Stelle, der Bereich um die 82.415. Da ist der Markt drüber gelaufen und jetzt sehen wir so mittlerweile ein bisschen einen schwächelnden Markt. Jetzt kommt es drauf an, was passiert. Wir müssen einfach wissen, das, was wir aktuell sehen, ist die regressive Phase in diesem Trend. Heißt also, wir können hier gut und gerne auch erleben, dass der Markt das Ganze ausdehnt. Ausdehnt wohin? Anlaufpunkte zur Oberseite haben wir hier erst einmal im Tageshoch oder in den beiden Tageshochs. Das sind auch, wenn man sich das Ganze in der Stunde anguckt, schöne Swing-Highs in diesem Abwärtsschub nach unten hier. Der nächste Anlaufpunkt hier sind das Tageshoch an dieser Stelle bei 82.965 beziehungsweise hier das nächste bei 83.405. Weg nach oben hin natürlich zum aktuellen Korrekturhoch hier bei 94.089. Das ist alles offen. Bei tiefen Korrekturen kann das gut und gerne auch geschehen. Aber sobald der Markt rumdreht, das Ganze hier beendet, ist das dann Zeit, nach unten zu laufen, nach unten zu blicken. Und wenn das heute schon passiert, dann selbstredend müssen wir nach unten schauen, können wir nach unten schauen, dann laufen wir wieder in Richtung des Geldflusses, also abwärts gerichtet. Heißt, nächster Anlaufpunkt hier im ganz kurzfristigen Sinne ist, wir schauen einfach mal, wenn es nach unten geht, was passiert denn am Tagestief von gestern bei 81.926. Hält das Ganze nicht, stehen die Chancen ganz gut, dass der Trend sich fortsetzt und das aktuelle Trendtief, das haben wir hier unten liegen, bei 81.631. Hier in diesem Supportbereich, nächster Anlaufpunkt nach unten hin, wären dann die 81.288. Die haben wir hier. Das könnte ein Widerstand sein, eine Unterstützung sein. Und in diesem Moment kann das hier als kurze Umkehr gelten. Aber wird der Bereich nicht gebrochen, dann kommt es auch hier wie bei allen Währungen, die in diesem Spike im Januar betroffen waren. Da ist dann halt der Weg nach unten frei. Das ist interessant und das bleibt spannend. Aus diesem Fall, diese Währung auch eine sehr, sehr interessante Währung. Erstens jetzt im kurzfristigen Trading, wenn wir eine Umkehr sehen, beziehungsweise eine Fortsetzung des Ganzen. Wir sehen ja hier schon einen leicht dynamischen Drall auch nach unten. Und wie gesagt, setzt sich das fort, dann wissen wir, es geht eher runter. Ansonsten erst einmal Korrektur, Ausweitung an dieser Stelle. Gut, Hans Meyer, guten Morgen. Schauen wir doch in den nächsten Chart, und zwar Euro, Schweizer Franken. Das dritte Paar, was ich für heute vorbereitet habe. Hier im Euro, Schweizer Franken haben wir seit geraumer Zeit, nachdem wir ordentlich wieder nach oben gelaufen sind, wenn wir das mal hier uns auf der Woche anschauen, wir sind ja zwischenzeitlich mal wieder hochgelaufen im alten Jahr auf die 1,20 hoch. Das war ja ein historisches Level, was von der Notenbank lange, lange gehalten wurde. Seitdem drallt der Markt nach unten ab. Wir haben hier unten, wir sehen das hier auf Wochenbasis, einen schönen Bereich hier, der Bereich um die 1,117 ist ein Support. Das war hier das Tief, was wir hier drüben hatten, wann war es gewesen? Im September 2018. Danach liefen die Märkte hier wieder nach oben, aber wir sind jetzt hier unten wieder angekommen. Das heißt, es ist sehr spannend zu sehen, was hier momentan passiert. Warum? Der Schub kommt von oben, das heißt mittelfristig haben wir hier einen Spielbereich, wo es immer wieder zu dynamischen Bewegungen kommen kann. Entweder es bricht ordentlich nach unten durch oder aber wir bekommen diese sogenannten Abprall-Szenarien zum Spielen. Und deswegen kann man hier gut und gerne hinschauen, das Ganze hier mal auf dem Tageschart mit angeschaut. Und da sehen wir schon, was hier los ist. Wir sind halt gestern wieder nach einer ganz, ganz kurzen Pause unter diesem Bereich drunter gelaufen. Wir hatten ja hier in der vergangenen Woche deutliche Kursverluste im Währungspaar gesehen. Dann gab es hier eine kurze Erholung, aber wir sehen halt hier, die Bären sind hier in der Übermacht. Woran sehen wir das? Wir sehen, dass das höhere Kurse immer wieder zum Abverkauf genutzt werden, so wie wir es am Montag gesehen haben, so wie wir es gestern auch gesehen haben. Wenn sich das Ganze weiter nach unten fortsetzt, dann kann es hier ohne weiteres kurzfristig zum Test dieses Lows hier unten kommen. Wir hatten ja das Low hier gehabt, um die Marke von 1,11777, das hier die Marke, da können wir ohne weiteres ranlaufen. Das heißt, diese Trenddynamik kann sich ohne weiteres nach unten fortsetzen. Da macht es dann wirklich Sinn, in die kleineren Zeiteinheiten reinzuschauen. Sollte es doch aus irgendwelchen Gründen zu einem starken Rückschnapper kommen, kurzfristig, dann haben wir hier das Tageshoch von gestern und von vorgestern um die Marken von 1,12467 beziehungsweise hier oben die 1,12, was haben wir hier, da ist es hier, da haben wir die 1,12565, das ist das, was nach oben kommt, sollte es tatsächlich zu einem Rückschnapper kommen. Aktuell ist hier aber so viel Verkaufsdruck drin, dass sich dieses Verhalten nicht sichtlich ändert. Das sehen wir ja in den letzten Tagen auch immer wieder. Heißt also, wenn man sich hier
die Stunde mal als Maßgeber nennt. Wir sehen hier in der Stunde einen deutlichen Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist da, der ist am Laufen und da gibt es immer wieder schöne Korrekturen, dann die Bewegungen und da kann man immer wieder gut aus den Korrekturen hineintreten. Wichtig ist halt, es ist schon eine ganze Weile gelaufen. Wir sind jetzt hier mittlerweile in einem Bereich angekommen, wo wir Support erhalten könnten. Das heißt, hier muss man immer auch ein bisschen Augenmaß mit haben. Wenn wir hier in diesen Supports die Unterstützung tatsächlich zum Tragen bekommen, dann passiert sowas wie beispielsweise hier, wenn ich das mal einzeichnen darf, wir kriegen noch einen kleinen Rutsch nach unten und der Markt stabilisiert sich dann irgendwo und dann laufen wir hoch und nehmen erstmal diesen Abwärtstrend raus. Das wäre dann interessant zu sehen, das wären die ersten kleinen Tendenzen und wenn dann solche Swing Highs auch mit rausgenommen werden, dann sind wir in der Lage, immer etwas weitere Korrektur zu sehen. Ansonsten bleiben wir hier schwach. Also hier ein Drehpunkt, der starke Marktbeachtung finden sollte. Mal schauen, was wir hier zu sehen bekommen. Das die drei Handelsideen für den heutigen Tag. Jetzt schaue ich noch mal eben kurz in die Chats hinein, ob wir noch Fragen haben. Auch wieder viele Live-Zuschauerinnen und Zuschauer heute, aber Fragen sind keine da. Doch, ich habe noch eine Frage. Euro-Schweizer-Franken läuft so lange, bis die DNB wieder einmal dazwischen haut. Okay, also Andreas, ganz klar, es ist immer so, die Zentralbanken haben eine starke Marktmacht. Und was die machen, das können wir natürlich nicht beeinflussen. Wir müssen dann am Ende mit den Ergebnissen reden und ob der Euro-Schweizer-Franken jetzt fällt, bis die Notenbank etwas macht oder ob wir hier die Händler sehen, die das Ganze immer mal ein bisschen hoch oder runter bekommen. Es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist, wie es ist. Der Markt läuft und wir ziehen uns einfach etwas raus. Gründe gibt es immer wieder. Manche Sachen können wir auch gut planen, wie zum Beispiel Notenbanksitzungen. Da weiß man, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Erstmal abwarten, was die Notenbank macht. Das ist das Thema auch News Trading. Darüber sprechen wir im edukativen Part am Freitag diese Woche, wie man das Ganze auch ein bisschen angehen kann. Das habe ich heute mit reingenommen, weil das etwas ist, was wir momentan öfter wieder sehen, wo sich öfter auch Chancen mit ergeben. Da sprechen wir im edukativen Part drüber. Da freue ich mich auch schon drauf. An dieser Stelle ganz lieben Dank für die Live-Zuschauerinnen hier. Ich freue mich auf morgen. Ich hoffe, jeder konnte sich ein bisschen was mitnehmen. Wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag und bis morgen früh, spätestens 8 Uhr im Blog und um 8.30 Uhr dann entsprechend hier im Live-Webinar. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.